die Plätze. Fertig, los! Wenn Elle loslegt, kommt das Auge kaum hinterher. Hund und Herrchen betreiben Agility, Leistungssport für Hunde. Hallo, ich bin der Jili. Das ist meine Hündin Elle. Die ist 5 Jahre alt und wir machen schon seit 3 Jahren Agility. Agility kommt aus England. Das ist immer ein Parcours, wo man mit dem Hund dann zusammen dann absolviert. Es steht auch jedes Mal anders da. Hier auf dem Eichenbühler Trainingsplatz gibt es zum Beispiel Tunnel, Hürden oder Stege. Ziel ist es, den Parcours möglichst schnell und fehlerfrei zu absolvieren. Und so sieht das Ganze in Originalgeschwindigkeit aus. Gibt Jili das Startsignal, spurtet Elle los. Der Hundeführer läuft mit. Er zeigt mit seiner Körpersprache und kurzen Kommandos den Weg. Das klappt umso besser, je harmonischer die Beziehung zwischen Hund und Herrchen ist. Agility fördert also 3 Aspekte gleichzeitig: den Körper, den Kopf und die Zusammenarbeit des Teams. Und ich war schon mit der Elle auf der German Classics, auf der DHV Deutsche. Und wir sind auch die WM-Qualis gelaufen. Also sie macht es ganz gut und ist mit einer totalen Begeisterung immer dabei. Jawohl, und Spiel. Jawohl. Agility soll ja vor allem Spaß machen. Das sieht man auch diesen 3 Hündchen an. Joy, Esti und Blue gehen regelmäßig ins Training zu Jili, zusammen mit Frauchen Felly und Herrchen Ralf. Die 3 Shelties sind schon richtig gut. Den meisten Hundehaltern geht es beim Agility nicht um den Wettbewerb. Im Vordergrund stehen der richtige Umgang mit dem Hund und die Bewegung an der frischen Luft. Dann kommen beim Agility Mensch und Tier voll auf ihre Kosten.